Ich habe gerade die Ehre, euch einmal die neue Magura MCI vorzustellen. MCI steht bei uns für Magura Cockpit Integration. Das heißt, wir haben es erstmalig geschafft, die Hydraulik einer Bremse in den Lenker zu verlegen. Also es ist ein komplett integriertes System. Wir haben keine Kabel mehr vor dem Bike. Es ist ein schön cleanes Design, nichts klappert. Einfach unser Highlight für die nächsten Monate und das kommende Jahr. Insgesamt ist das Brake-Feeling eigentlich einer Magura MT sehr, sehr nah. Also wir haben den Kolbendurchmesser beibehalten können und auch das Ölreservoir ist in der gleichen Größe. Also die Bremscharakteristik ist super ähnlich zur normalen MT. Wir verwenden auch die gleichen Bremszangen. Es ist also mit den Magura Spareparts voll kompatibel. Und als zweites haben wir versucht, das System möglichst nutzerfreundlich zu gestalten. Also Ziel war es hier einfach, im Falle eines Defekts einen super schnellen und einfachen Austausch zu gewährleisten. Sei es, wenn man beispielsweise crasht, kann die Hebeleinheit vom Lenker ohne Entlüften und ohne, dass man irgendwie die Hydraulik anfasst, einfach entnommen werden. Das Ganze wird nur über zwei Klemmschrauben gehalten und auch die Hydraulik selber ist nur in den Lenker gesteckt. Im Falle eines Defekts ist man da also relativ schnell wieder unterwegs. Falls man mal das ganze Cockpit tauschen möchte, haben wir im Steuerrohrbereich unsere neue Magura EasyLink-Kupplung. An der Kupplung hält ein kleiner Metallstift beide Enden zusammen. Und das Feature ist hier einfach, dass wir den vorderen Leitungsabschnitt mit der Cockpit-Einheit von der hinteren Leitung trennen können. Also im Falle eines Defekts oder Problems muss ich hier nicht die Leitung nochmal komplett durch den Rahmen verlegen oder sowas. Ich kann einfach die Leitung entklippen und es abnehmen. Also Magura MCI, cleanes Cockpit, cool integriert und ja, dennoch mit den Features eigentlich relativ nutzerfreundlich.